Servus und willkommen, meine Freunde, Brandy hier. Und in der letzten Folge haben wir den Radweg gemeinsam bestritten. Und heute werden wir die Trainer zur Rechten von Fuxania City etwas durchnehmen. Sagen wir es mal in freundlichen Worten. Also wirklich durchnehmen. Jetzt ist so die Frage, wen werden wir dafür einsetzen? Ich denke, unsere Fackel dürfte noch ein bisschen was machen. Möchtest du mit meinem Pokémon spielen? Nein, natürlich nicht. Ich möchte sie bekämpfen und fertig machen. Dein Knofenser kriegt sowas von ins Gesicht gleich von mir. Aber sowas von. Zack. Und wenn man vom Teufel spricht, geht der Flammenwurf auch wirklich ins Gesicht. Das ist natürlich ganz bitter für ihn oder sie. Sie. Ein Myroplar wird ein Kampf gerufen. So, weiter geht's. Einmal Flammenwurfi. Super Dupi. Alles klar, ich habe mein Bärchen. Und dann hätten wir Myroplar auch besiegt. Und ein Tangela. Ein Gala. Es ist gay. Oh Mann, war der flach. So. Wir sind jetzt mittlerweile bei Folge. Könnte schon fast an die 40 kommen. Klingt blöd, ist aber so. Da haben wir einen Vogel-Pokémon-Trainer. Und da wird unser Funke rocken. Mach ein bisschen Rock'n'Roll hier. Wenn ich pfeife, kann ich Vogel-Pokémon herbeirufen. Ja, das ist natürlich toll für dich. Wir haben noch so viele Sachen zu erledigen, bevor wir überhaupt zur Pokémon-Liga kommen. Das ist einfach mal so dreckig. Ich habe eigentlich mal gedacht, dass ich es auf die 50er-Folgen schaffe. Aber irgendwie ist das dann nicht ganz so der Fall. So, unser Typ wird wahrscheinlich sogar noch Level 39, bevor der Trainer hier fertig ist. Deswegen müssen wir uns überlegen, wie wir danach weiter agieren. Ich denke mal, ich werde auf Lapras wechseln und Lapras ein wenig walten lassen. So, genauso wie ich es erwartet habe. Funke wird Level 39. Als nächstes kommt ein Dodo. Lass mal ein bisschen Lapras walten. So, Lapras hat nämlich noch fast gar nichts in 38 und deswegen müssen wir da ein bisschen aufstocken. Und ja, das ist auch sehr effektiv, von daher ist es auch kein Problem, dass Lapras da etwas übernimmt. Taubsi, ja gut, das ist natürlich ganz sensationell schwach, was da kommt an Pokémon. Muss man halt einfach sagen, ich denke mal, da wird sogar ein Body Slam für reichen. Da muss man nicht mal eine der guten Attacken benutzen. Ja, war eigentlich klar. Okay. Als nächstes. Au, oh, das ist tragisch. Nope, das ist nicht tragisch. So, haben wir wieder einen Vogelfänger. Uiuiuiui. Machen wir das so. Schauen wir uns mal kurz an, was die an EPs bauen. 3500, 3700, 4100, 2700, 4600. Okay. Dann haben wir eine ganz klare Reihenfolge. So, ich glaube 3500, 3700, 4000. Okay, das heißt, Madbomb müssen wir nochmal austauschen mit Täubchen. Das ist die Reihenfolge des Levelings. Da unser Glurak schon in der Nähe ist von 39 und ich ungefähr alle auf 39 haben will. Bevor ich da reingehe. Dodri. Fängt nämlich gleich mit seinem Stärksten an. Habe ich natürlich auch kein Problem mit. Eliminieren wir direkt. Muss man einfach so sagen. Habe ich damit keinen Stress. Du. Ich finde das auch irgendwie geil, dieses zweischnäblige Pokémon da. Aber
seine Attacke Triplette, die haut schon rein, Mann. Da muss man schon sagen, die Triplette von Dodri, die haut schon richtig rein. Also, nehmen wir ohne Flachs, Leute. Die kann ganz schön, die tut ganz schön weh teilweise, diese Triplette. Deswegen nehme ich das jetzt nicht so auf die leichte Schulter. Muss ich ehrlich sagen. Ja. So, um mal meinen Teamkampf. Hier haben wir noch zwei schöne Ladies. Ne, das ist eine Picknickerin. Die andere heißt eine Schönheit. Oder? Ne, das ist eine Camperin, oder? Ne, doch eine Picknickerin. Oh, Duflor. Das ist natürlich, da weiß ich jetzt nicht, was ich tun soll dagegen. Ich weiß es einfach nicht. Ich habe absolut keine Ahnung, was ich gegen sowas machen soll. Oh, naja doch, dann wusste ich es schon. Tut mir leid. War gelogen. Mirapla, da verschwende ich keinen Eisstrahl für. Da verschwende ich nur einen Body Slam. Weil wenn Lapras sich draufwirft auf so ein Ding, das ist sofort platt wie eine Plunder. Und kann eh nicht mehr atmen. So, nochmal ein Mirapla. Und im nächsten Kampf müsste unser Lapras Lion ein Level 39er sein. Und das ist doch schon mal was ganz Pikfeines. So. Okay. Ja, das müsste hinhauen im nächsten Kampf. Außer die Schönheit hat nur ein Pokémon, was Level 2 ist. Hast du sogar zwei Schönheiten? Aber so schön sind die alle gar nicht. Dass die auch in dem Spiel einen Trainertyp den Namen Schönheit geben. Das ist natürlich bizarr, finde ich. Muss ich ehrlich sagen, das ist schon etwas bizarr. Aber nichtsdestotrotz, jeder wie er machen mag, dieser Knosp, haben wir auch noch ein bisschen verloren, natürlich noch. Oh, ein Level stärker gleich. So, und damit hätte Lapras seinen Job erledigt für diese Folge. Weil er Level, sie Level 39 ist, genau. So. Als nächstes wird ein Razaf trainiert. Unser Razaf. So. Zack. 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 So, und da haben wir sogar noch einen Biker. Du bist ein schlaues Kind. Danke, das wusste ich jetzt auch, aber musstest du mir jetzt nicht so, also unbedingt einfach so sagen. Also, danke, aber trotzdem danke. Zack, Aeroass. Selbst gegen Flug-Pokémon effektiv. Das ist natürlich auch effektiver gegen uns, aber da wir 9 Level höher sind, haben wir natürlich einen etwas größeren Angriff als er. Natürlich auch eine größere Verteidigung damit. Und gegen Knuddeluff. Das ist natürlich ein Kreuzi wert. Der natürlich sofort daneben geht, was mich sowas von anpisst. Aber der kann uns nichts aussetzen, da er nichts angegriffen hat. Zack. Oh, wunderschöner Angriff. Ein Kreuzhieb vom Allerfeinsten ins Gesicht. Anstatt aufs Kreuz. Und du siehst so süß aus, danke. Lesbe, her mit den Moneten. Wenn du verlierst, gibst du mir dein Geld. Ja, ja, ja. Weil ich verliere. Aber sowas passiert nicht. Ich verliere nicht. Nicht mit dem Team, Kumpel. Mit dem Team verliere ich nicht. Da kannst du noch so viel machen, wie du willst. Aber mit dem verliere ich nicht, mit dem Team. Wenn er mich jetzt vergiftet. Boah, ich hätte so angefangen zu weinen. Dafür gibt es erstmal ins Gesicht. Zwar nicht sehr effektiv, aber ich wollte ihn einfach nochmal ins Gesicht schlagen. So, ein Slimer wird hervorgerufen. Auch kein Stress. Was nützt denn eigentlich so ein Kreuzhieb gegen so einen Slimer? Es müsste auch treffen, naja. Das stresst mich gerade übelst. Vor allem, wenn jetzt irgendwas passiert, noch einmal was unvorhergesehen ist, und dann bin ich weg. Naja, es geht so. Ist jetzt irgendwie nichts Tolles gewesen, was unser Ding da gemacht hat.
unser Kreuzhieb, deswegen ist es jetzt auch nicht so wertvolles. So, ein Smogmog. Für das Smogmog müssen wir uns leider wohl wieder übel heilen, da wir einen Kreideschrei abbekommen haben, und wenn er jetzt Schlammbad einsetzt, wovon ich ausgehe, genau, wird uns die Hälfte der Volltreffer natürlich, was denn auch sonst, ich glaube, Ling war effektiv gegen das Teil, ja, Ling war effektiv gegen das Teil und hat auch eine, also ich denke mal, das nützt nicht so viel, da Ling selber auch ein bisschen, ne, vom Typ, ja, da hast du es, Smogmog, hier kriegst du voll in dein Gesicht. So, das ist mir egal. Kriegst trotzdem in dein Gesicht. Und zwar wirklich ins Gesicht. Boah, ich dachte schon, ey, das geht mir so auf die Nüsse, diese Scheiße, ey. Aber das darf nicht wahr sein. Ja, doch, das ist leider wahr. So, und bevor uns der nächste anfällt, müssen wir unseren Rasaf wieder heilen. Und zwar nicht zu wenig, also der hat schon übel was abbekommen. Sie, Entschuldigung. Sie hat schon übel was abbekommen. Das ist natürlich ganz, ganz bitter. Aber wir haben noch so um die 7 Kämpfe hier. Das müsste eigentlich für alle reichen. Smogon. Kein Problem, Niggas. Diggas. Jawollo. Komm schon. Wenn wir noch einen Smogon direkt besiegen, dann haben wir unser Level up. Und dann können wir Monkey auch austauschen direkt. Weil dann hat das eh seinen Zweck erfüllt. Bitte nicht vergifte. Bitte nicht vergifte. Bitte. Yes, baby. Yes. Yes. Heute ist Montag, oder? Ja, stimmt. Heute ist ein Tag vor Weihnachten, so wie ich aufnehme. Das heißt, ich kann heute noch ein bisschen einkaufen gehen. Oh yeah. Damn. Wie geil ist das denn? Ich müsste auch ehrlich gesagt ein bisschen was einkaufen gehen. Ich brauche ein bisschen was, muss ich ehrlich gesagt sagen. So, für morgen brauche ich definitiv was, da ich morgen wieder arbeite und nicht einkaufen gehen kann. Deswegen muss ich das heute noch erledigen. Das werde ich aber erledigen von 12 bis um 1. Okay, Luftkerzen. Also ich schreibe mir jetzt quasi mal selber so einen gedanklichen Stichzettel, was ich so brauchen werde. So, wir werden noch, ich werde, Entschuldigung, nicht wir, ich werde. Oh man, muss mal überlegen. So, wir brauchen auf jeden Fall Duftkerzen. Ja, wofür ihr jetzt meint, dass ich Duftkerzen brauche, denkt euch was aus. Enke, lass es uns wirklich zusammen versuchen. Ach, sie kämpft zusammen mit Robert Enke. Glumanda und Shiggy. Das ist natürlich eine Kombination, gegen die ich absolut fast nichts habe. Wir werden einfach mal auf Shiggy den da einsetzen und auf den da. Einfach beide. Müsste gegen Glumanda sowieso effektiv sein. Hat eh gereicht. Jo. Und gegen Shiggy ein bisschen effektiv. Und dann macht aber den Rest unser Täubchen. Genau. So. Das war so ziemlich der einfachste Kampf der letzten 5 Minuten. Wie immer, wir verlieren. Ja, ihr seid auch noch Kinder, Leute. In eurem Alter habe ich... Da habe ich... Ja, was habe ich denn da? Da habe ich mit... Weiß ich nicht, was gespielt, also... Aber nicht mit Pokémon. Ja, wobei, in eurem Alter habe ich schon Pokémon gespielt. Ist leider so. Ich habe schon mit 7 Jahren mein erstes Pokémon bekommen. Pokémon spielen, also ihr nicht, dass ihr was denkt.
Und das hat mich natürlich, ja, geprägt. Ich spiele schließlich heute noch Pokémon. Ich glaube 1998 kam die Blaue raus. Ah ne, da war ich sogar... Also 2000 oder 99 habe ich es bekommen. Das heißt, ich müsste so um die 5 oder 6 sogar gewesen sein. Das ist natürlich ganz bitter, dass man so früh anfängt, Pokémon zu spielen, aber... wer Co. der Co., ne? Sag ich nur. Wer Co. der Co.? Also, ja, schön. Hast du die Legende von den Illusionen? Nein, habe ich nicht. So, ich muss echt noch einkaufen gehen. Heute haben die Läden hoffentlich normal offen. Müssten die haben, ja. So. Flügelschlag ist nicht effektiv. Oder? Ah, doch, normal effektiv sogar. Abschlag. Was ist denn das für eine Attacke, bitte? Naja, was auch sonst. Wir gewinnen wieder das Ding. Und zwar nicht allzu schwer. Warum du verloren hast? Ganz einfach zu wenig und zu schwache Pokémon. Ach, krass. Das habe ich ja total vergessen, dass es hier so einen riesigen Parcours noch gibt zu bekämpfen. Oh, fuck, man. Und dann haben wir hier noch Biker. Oh, man. Wir haben ja noch... Oh, fuck. Ja, also wir könnten sogar mit einigen Level 40 erreichen. Und wir machen das jetzt auch. Ich habe es angesagt, dass jede Folge ungefähr eine Trainerhälfte umfassen wird. Deswegen werden wir das jetzt auch tun. Und wenn die Folge eine halbe Stunde dauert, ist mir das auch wurscht. Wir ziehen das jetzt durch. Ich habe gesagt, dass wir das machen, deswegen werden wir das auch machen. Und ich kann mich nicht einfach zurückziehen von meinem Wort. Da habe ich halt schon Pech gehabt, muss man einfach so sagen. Und wenn ich das so sage, wird das auch durchgezogen. Ganz einfach. So. Ich werde mir heute ein paar Laptops reinziehen. Ich kann es kaum erwarten. Ich werde mir vielleicht heute schon einen holen, aber ich bin mir nicht ganz so sicher. So ein bisschen was will ich mir. Also, es wird aber auch kein mega super duper Laptop, muss ich halt sagen. Ist leider so. Ich habe nur maximal 700 Euro zur Verfügung. Und ich versuche jetzt auch nicht ehrlich, also ich versuche jetzt auch ehrlich gesagt nicht jeden einzelnen Cent von meinem für den Laptop auszugeben. Muss ich halt sagen. Tut mir leid, ist leider so. Also ich habe jetzt ehrlich gesagt auch keine Lust, alles auszugeben dafür. So, wir haben jetzt schon ungefähr die Hälfte, sage ich mal. Die Hälfte wird es schon sein, was wir erledigt haben. Ja, das war jetzt nicht so der Plan. Ich wollte eigentlich einen Steinhagel benutzen. So. Die Hälfte haben wir jetzt besiegt, denke ich mal. Also ich bin mir auch nicht sicher, muss ich ehrlich sagen. Da bin ich mir auch nicht so ganz sicher, ob wir jetzt schon die Hälfte besiegt haben. Ich muss nur gerade überlegen, wie weit ging der Parcours nach oben. Da haben wir nämlich auch noch ein paar Wasser-Pokémon-Trainer gehabt, das weiß ich noch. Die mussten wir auch noch zerlegen. Ich denke mal so... Ja? Eine halbe Stunde könnte der Part schon noch gehen. Beziehungsweise, nee, da geht vielleicht insgesamt noch eine halbe Stunde. So, was haben wir denn hier? Ja, besiegen wir ihn jetzt, komm. Da. Meine Vogel-Pokémon sind gut auf Kämpfe vorbereitet. Ja, das finde ich ist toll für dich. Meine Pokémon an sich, die keine Spezialisierung haben, gemerkt, sind besser auf dich vorbereitet. Ein Steinhagel noch, dann kommt unser Smetbolein. Und unser Smetbolein wird natürlich nochmal schön einen drauf klatschen. Muss man halt so sagen, wie es ist. Okay, wir haben Habitak. Ja, wir werden auch mit Smetbo gleich 39, also das ist schon
wie ich es mir eigentlich schon fast erwartet habe, dass wir Level 40 werden könnten, bevor wir überhaupt die Arena betreten. Trainingsaufwand ist halt dann relativ, ja. Ich habe es etwas übertrieben, glaube ich, mit dem Trainingsaufwand, dass wir alles auf 37 haben wollten. Egal. Hauptsache, wir haben jetzt hier ein schönes, ich sag mal, Pokémon Arsenal an Level 39ern fürs Erste. Das ist das Wichtigere. Dass wir noch kein Level 40er haben, finde ich jetzt insofern nicht so schlimm, da wir eben die Masse haben, die gleich stark ist. Ich weiß noch, wie ich damals das Ding hier gespielt habe, da war ich mit dem Pokémon... Ich habe halt immer nur Starter-Pokémon gespielt, den Rest habe ich immer nur so reingeworfen zum... quasi, ich habe es eingewechselt, wenn ich mein Haupt-Pokémon verloren habe, belebt. Eins ist gestorben, dann habe ich ein anderes eingewechselt, dann habe ich es nur mal komplett geil. Oder außer ich habe einen Top-Beleber benutzt, also sowieso nicht. Und ja. Dementsprechend waren dann auch das Haupt-Pokémon hier schon irgendwie 50 oder so. So ungefähr. Und ja, was soll ich sagen? Jetzt komm, ich wollte doch nur das Pokémon wechseln, Mann. Kann man das nicht mal machen? So, wir benutzen unseren letzten Supertrank, den wir hier haben, für Smetbo. Eine KP fehlt ihm dann. Das ist aber kein allzu großes Beinbrüchlein. So, wir werden uns jetzt diesem Biker hier widmen. Was schaust du so dumm aus? Wisch, ey, Junge, ich schwöre. Dass sie mich immer so blöd anmachen müssen, das finde ich immer so blöd, aber... gehört halt nun mal zu Bikern. Das tun die auch in der Wirklichkeit. So, einen schönen Psi-Strahl in sein Gesicht. Ich denke mal, ich werde mir noch ein schöneres Headset holen. Jetzt dann auch noch zusätzlich zum Laptop, damit wir auch eine etwas bessere Qualität haben bei unseren Aufnahmen. Andererseits weiß ich nicht, ob ich mir das so wirklich... weiß nicht wohin damit, ehrlich gesagt. Dann deswegen bin ich gerade da noch ein bisschen am überlegen, ob das dann da so einen Sinn macht. Das ist so die Sache, die es noch zu klären gibt bei mir. So, 25 Minuten haben wir jetzt bald. Es geht schon noch. Noch ein bisschen müssen wir machen. Das ist noch nicht ganz fertig, das Ding hier. So, wir haben hier jetzt noch einen. Ja, ist das Vogel-Pokémon-Trainer. Dann werden wir ein bisschen unser Raichu reinbringen. Der hat ja die jeweiligen Attacken. Oh. Gerade knackst meinen Nacken aber einigermaßen gut. So. Wir haben hier die neue GameStar, habe ich bekommen. Wunderschön, ehrlich gesagt, muss ich sagen. Gefällt mir immer wieder. Wenn die neue GameStar kommt, ich lese die auch jeden Monat komplett durch, muss ich sagen. Und ich bin sensationell überrascht über diese GameStar. Immer und immer wieder. Ich stehe so krass auf diese Zeitschrift, auf diesen Humor, der eingesetzt wird. Auf die Kritik, die da aufgeschrieben wird, was wichtig ist, was gut ist, was nicht so toll ist. Das finde ich ist schon... das ist eine gute Sache. Das ist ein tolles Magazin und ich bin echt heilfroh, dass ich das Abo habe, das Jahresabo. Und ich denke mal, das Jahresabo werde ich mir verlängern lassen dann, definitiv. Weil ich mir denke, dass das ziemlich, so sagen wir mal, nützlich für mich, weil ich mich halt insofern damit beschäftige, weil mich das sowas interessiert, weil ich ja sowas irgendwann mal in dem Bereich erledigen möchte und arbeiten und so. Und deswegen denke ich mir, ist das alles ein... das ist schon alles, hat so seine Richtigkeit, muss man einfach sagen, wie es ist. Und ich finde es toll, dieses Magazin, muss ich einfach gesagt haben. So, die letzte große Beschaffung, die ich habe, war meine HDP VR 2. Jetzt wird es ein Laptop. Ja. Vielleicht wird es dann aber auch mal was anderes. Und zwar, vielleicht werde ich mir doch eher das Headset holen oder dieses Standmikrofon mit diesem Popschutz.
weil man da quasi bessere, ja, was heißt bessere, deutlich bessere Audioqualitäten hat. Und das ist ja, das wäre schon top, weil das ist hier, ich glaube, das ist ein 15 Euro Mikrofon und das hört man auch definitiv raus, auch wenn ich das so ein bisschen bearbeite, dann meine Stimme beim Audacity und beim Magix. Ich denke mal, das hört man definitiv raus. Das allerdings ist leider minderwertige Ware und ich möchte halt auch mal gute Ware bringen, deswegen werde ich mir, denke ich mal, so ein schönes Micro holen. Ja, das wäre so mein erstes Schrittlein in die richtige Richtung. Den Laptop wollte ich mir echt holen, um endlich mal gescheit am PC zocken zu können, StarCraft und so, weil man dann, ich liege ja immer halb im Bett und da habe ich nicht so eine richtige Stütze. Da habe ich nicht so eine richtige Stütze für den Rücken und keine Ahnung und so. Richtig zocken ist halt eher geil im Sitzen. Da kann man sich auch schön konzentrieren und da läuft es auch besser und kann man sich auch konzentrieren. Habe ich auch schon gerade gesagt und seht ihr, ich kann mich schon wieder nicht konzentrieren. Hey, Spaß. Und deswegen denke ich mir, ist es schon wichtig, dass ich das durchziehe und mir ein Laptop hole für StarCraft, für LOL, für keine Ahnung was noch, für Shooter, für Battlefield halt natürlich, wohlgemerkt, ja, für sowas halt einfach, dass ich da quasi meine Qualität des Gameplays steigere. Ist zwar eine etwas teurere Investition, aber es ist eine Investition, die ich definitiv tätigen möchte, da ich nicht nur einen PC haben will, sondern auch gleichzeitig auch meinen eigenen Laptop, den ich dann natürlich auch überall mitnehmen kann. Und dann von dort aus, wie meine Freundin sagen würde, rädern anstatt rendern. Rädern. Finde ich irgendwie geil, wie sie da drauf kommt, dass man rädert. Das ist geil. Ja, ich habe eine Reederei, deswegen räder ich da. Also, kein Wunder. Videos werden ja auch immer gerädert. Okay, ich halte schon langsam mal die Fresse. So, jetzt bin ich gerade am Überlegen. Nehmen wir noch. Ja, so eine Stunde werde ich schon noch aufnehmen. Und dann werde ich losgehen, einkaufen, mir ein bisschen am Laptop ein bisschen was anschauen. Mir einige Notizen machen, was gemacht werden kann und was nicht. Und da haben wir so tatsächlich unseren ersten 40er. Unerwarteterweise das Raichu. Aber irgendwie auch verdient, muss man einfach sagen, weil es halt einfach hier die besten Möglichkeiten hatte zum Leveln und deswegen sage ich, verdient Level 40. Und ja, das ist irgendwie, sieht nach irgendwas aus, es ist aber nichts. So, dann gehen wir mal weiter. Wir sind jetzt schon bei einer halben Stunde, ey. Das ist natürlich. Das ist echt. Ja. Ich glaube mal, dass wir quasi. Nee, ich ziehe das jetzt durch. Ich habe das gesagt und ich ziehe das durch. Das ist mir wurscht. Andererseits müssen wir doch sowieso jetzt irgendwann mal wieder ins Pokémon Center unsere Attacken auffüllen. Da wir hier kaum welche mehr haben, ich bin so unschlüssig. Ich hoffe, ihr nehmt mir das jetzt nicht übel, dass ich dann quasi nach diesem Trainer zurückfliege, beziehungsweise erstmal hier Punkt setze und cutte, offscreen zurückfliege, heile und dann wieder herkomme. Und dann geht es natürlich weiter direkt. Das wird ungefähr ein halbstündiger Part. Ich denke mal, da habt ihr genug zu schauen für heute Abend. Ja, so, als nächstes haben wir einen Tauboga als Gegner. Das ist natürlich einmal Schlafpuder setzen. Ich möchte jetzt ein kleines Schläflein für unser Taubogale haben. So. Psystrahl.
So, okay. Psystrahl. Psystrahl. So, dann hat man das jetzt besiegt. Alles klar, ich im Popöchen. Mauzi, was ist denn das denn für eine Anleitung? Für eine Mischung, also. Ja. Dass es das genauso überlebt, das war geplant, ihr wisst Bescheid. So. Alles klärchen. So. Wow. In diesem Sinne verabschiede ich mich von euch, meine Freunde. Ich hoffe, ihr hattet Spaß in dieser Training Session. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Chosen.